Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Minecraft Life in the Woods. Ich bin noch immer am überlegen, ob das so schlau war, dass ich hier das Laub gemacht habe, weil wenn man dann hier so stehen tut, man sieht da nicht so viel, ne? Wenn das davon weggefallen wäre, würde man mehr sehen. Warte mal, ich zeig's euch. Aber zuerst brauche ich was zu essen. Essen. Hoffentlich habe ich jetzt noch irgendwas. Ich muss mal schauen. Essen. Ham, ham. Habe ich da was reingeschmissen? Oh ja. Boah, habe ich jetzt ein Glück. Ja, das bedeutet, wir müssen heute wieder fischen gehen. 1, 2 und 3. Oh, schon viel besser. So. Ich werde das oben nochmal wegschneiden, das Gras. Gras, sage ich schon. Das war zu hoch. Ich meine das Laub. So. Also zack, zack, ganz sachte. Jetzt geht's noch besser, weil momentan nichts lecken tut. So. Den vielleicht auch noch. Ihr seht's, ne? Wenn man hier dann so steht, man sieht halt einfach ein bisschen mehr. Wisst ihr, wie ich meine? Ich glaube, ich lasse das mit Absicht mal so. Boah, da regnet's, ne? Ich brauche unbedingt ein bisschen Laub. Nur ein bisschen wenigstens. Dass es nicht ganz so krass reinregnen. Hoppala. Reinregen. Na toll, ich habe es richtig falsch gebaut. Da wollte ich es nicht hinhaben. Da. Ja. So. Soll es eigentlich sein. Da brauche ich es ja nicht. So. Zack. So. Und zack. So, da steht man schon mal trocken. Wir brauchen Laub. Ich brauche so viele Sachen. Sachen ohne Ende. Sachen, Sachen, Sachen. Ich muss auch mal raufschauen, wie schaut es denn da aus? Ich finde, das schaut nicht so schlecht aus. Sicher, da regnet es jetzt genau rein, weil da oben eben noch nichts abgedichtet ist. Aber ich finde, im Großen und Ganzen schaut das echt gut aus, baumhausmäßig. Also mir gefällt's. Ich hoffe euch auch. Ich hoffe wirklich sehr. So, Beeren, die Beeren, ham, ham. Eine werde ich mal verknuspern. Die eine ist meine harte Reserve. Für den Fall, dass ich kurz vorm Verrecken bin. Das soll ja schon mal vorgekommen sein. Boost. Richtig, ich brauche diese Dingens hier. So, wie ging das jetzt nochmal? Habe ich noch Stöckchen? Nein, die habe ich alle verbraten, ne? Stöckchen habe ich alle verbraucht. Was haben wir noch hier? Hier können wir jetzt weiter Dingens. So. Oh, das war ein Enderman, oder? Aber hoffentlich spawnt er nicht bei uns da herum. Ich habe vergessen, nämlich Fackeln anzubringen. Das muss ich sofort nachholen. Wenn da oben was spawnt, ist gefällt, glaube ich. So. Dann ist finster. So. Und so. Und so. Und so. Und vielleicht hier. Also da. Und hier. Und... Nur mal so provisorisch, ne, dass nichts hier spawnen kann. Das können wir echt nicht brauchen. So. Lup, lup, na. Oh, so, ja. Gut. Dann. Genau, die Dinger wollte ich bauen. Zaun. Ich habe schon vergessen, wie das geht. Ich bin so dumm. Zaun, bitte. Wie ging der nochmal schnell? Ach ja, genau. Nur mehr Stöckchen. So war das. Genau. Nur noch Stöckchen. Gut, dann brauchen wir Stöckchen. Bist du jetzt der Baum, ne? Stamm. Jawohl. 1, 2, 3, 4, 5, 6. So. Das müsste mal passen. So. Dann können wir Stöckchen bauen. Machen wir gleich alles. Ist ja wurscht. So. Ah ja, da wäre noch ein paar Stöckchen gewesen. Jetzt habe ich sie entdeckt. Super. Schlau, schlau, schlau. Macht ja nichts. So. Und so. Und so. Und so. Und so. Und so. So viel brauchen wir eh nicht. 8. 10, ich nehme mal 10 mit. Ein 11, das habe ich eh da. Ich hoffe, das reicht. Gut. Wie schauen wir da aus? Da ist brav. Gut. So, nichts wieder auf. Dab, dab, dab. So. Und so. Für so ein Schlafzimmerchen, finde ich, schaut das doch nicht so schlecht aus dann. Größentechnisch halt. Dab, dab. Dab, 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 dab. Weil da hatte ich die Baumstämme, ne? So. Genau. Richtig.
Ja, hier regnet es noch ein, aber da kommt ja noch, zumindest bis daher, kommt ja noch die Baumkrone da dann so her. Die wir jetzt allerdings erstmal farmen müssen. Und ich befürchte, dass wir nicht drum rumkommen werden, auch wieder mal die Höhle zu besuchen und zu durchforsten, ob wir noch irgendwo irgendwas Brauchbares an Eisen finden werden, denn die Schere wird bald wieder kaputt sein. Und Eisen, ihr seht, da ist leer, wir haben keine mehr. Wir haben nix. So. Material zum Abarbeiten habe ich genug mit. Äxte, Schaufel, Schwerter haben wir auch genug. Vielleicht noch eine zweite Spitzhacke. Und die eiserne möchte ich auch mitnehmen. Die war, genau, die war hier. Ach schau, da hätte ich noch eine. Ich, Trottel. Entschuldigung. So, die eiserne möchte ich mitnehmen. Brauche ich sonst noch was zu mitnehmen? Ich glaube nicht. Den Bogen, mit dem kann ich momentan eh nicht viel anfangen. So. Und vielleicht mache ich hier schon mal die Scheibe zu, auf die Seite zumindest. Dann zieht es nicht so. Sonst werden wir uns noch erkälten hier. Jawohl. So, also die packe ich wieder weg. Fackeln habe ich noch 36. Ich werde vielleicht noch ein paar Fackeln bauen. Das wäre vielleicht gar nicht mal so dämlich. Huch, Entschuldigung. Na, so. Ah, hätte gepasst. Sorry. So und so. Und zack. Und zack. Das ist mehr als genug Fackeln. Mehr als genug Fackeln. So, komm her. Blub, blub. So. Und dann wieder reingeschmissen hier. So. Gut, das Früchtchen nehme ich mit. Ich glaube, ich werde auch hier noch ein paar Früchtchen mitnehmen. So. Ein paar Happen zum Essen, weil ich habe nichts mehr, ne? Puh, ob wir das überleben? Nur schnell rein, raus, ein bisschen umschauen. Ich hoffe, dass das klappt. Ansonsten muss ich noch fischen gehen. Grüble, grüble und studiere. Was mache ich? Die möchte ich gerne da lassen. Die möchte ich ungern verlieren. Und da haben wir haufenweise Zeugs. Warte, da habe ich noch einen Pfeil. Der kann auch schon hier bleiben. So. Ja. Das brauche ich eigentlich auch nicht mehr. Die Leiter wahrscheinlich auch nicht. Fackeln habe ich mehr als genug und ein bisschen was zu essen. Ich bin echt am Überlegen, ob ich noch auf die Schnelle ein bisschen fischen gehe. Oder ob wir es einfach riskieren sollten. Da unten rennt der Enderman rum. Spinne! Spinne! Spinne, bitte Faden, bitte Faden. Ach, Hupfing, Gatsch, du blödes Viech. Kein Faden. Mann, ey. Ich habe mich gerade gefreut. Hexe. Oh Gott, das wird jetzt, das ist ja richtig übel. Weißt was, ich gehe fischen. Hexe, sieh mich nicht. Sieh mich bitte nicht. Ich gehe kurz fischen. Ich will vorbereitet sein. Ein bisschen wenigstens. Nur ein. Wow! Boah, du Schleimbatzen. Der hat mich jetzt voll erschreckt. Komm, geh sterben. Hühnchen. Unser Hühnchen ist noch da. Hallo, Händel. Wo bist denn du jetzt hin? Sisyphus. Händel? Da hinten hüpft sie. Boah, schau, Zucker. Es wächst, wie schön. Bin ich gerade froh. Na, du Schleimbatzen. Schau. Komm her. Ja, dich kriegen wir auch noch. Au, au, a, 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 i, u, u, u. Jawohl. Aha. Wow. Kleiner Schleim. Schleimböse. Sind jetzt alle hin?
bitte. Alter. So, ich habe jetzt aus Versehen ein Ding ausgelesen. So. Wobei ich schon überlegen bin, ob ich sie echt alle mit rübernehme. Ich glaube, drüben wachsen sie besser. Oder ist es Einbildung? Wahrscheinlich ist es Einbildung. Warte mal, ich nehme mal alle mit. So. Tap, tap. Ich setze sie schöner an. Hier. Und hier. Na, würdest du kaputt gehen? So ist schöner. Also habe ich alles, natürlich. Eins nehme ich mit. So, dich. Ich will Zucker haben. Wenigstens ein Zucker. So. Dann noch schnell fischen gehen. Boah, wir sind ganz schön im Arsch, ne? Ich werde die Beere noch schnell essen. Passt. Jetzt verhungern wir wenigstens nicht. Zumindest nicht so schnell. Da gehört auch noch einer hier. Da so. So eine Erde. Erde. Und da gehört auch ein bisschen Erde her. So. Aber wir sind ja zum Fischen gekommen. Wieder mal. So. Look, look. Bösewicht? Kein Bösewicht. Gut. Fischi, Fischi, Fischi. Komm her. Zumindest drei möchte ich gerne mitnehmen. Ich werde auch einen vierten machen. Oder fünf vielleicht. Ich hoffe, die Angel hält so lange. Diese fiesen Spinnen, die wollen mir einfach nichts geben. Mistviecher. Jawohl. Der erste Fisch. Jetzt sehe ich sie auch wieder herumhüpfen. Es tut mir leid, dass ich den Shader wieder weggemacht habe. Ich werde ihn dann gleich wieder aktivieren. Nur jetzt zum Angeln. Sicherheitshalber, damit ich keinen oder weniger versäume. Vielleicht. Mal schauen. So. Na, komm. Fischi. Da kommt er. Passt. Soll ich einen Shader gleich reintun? Ach. Lass hier noch ein bisschen. Vielleicht ist es ja unten dann in der Höhle besser. Zahlt sich wahrscheinlich nicht aus unbedingt, der Shader, aber naja. Passt. Ich angle jetzt so lange, bis die Angel hin ist. Ich fische so lange, bis die Angel hin ist. So muss ich sagen. Ich angle. Ja. Fischen. Angeln. Ja. Ihr wisst schon. Na los. Wo ist er? Wo kommt er? Komm, mach. Fischi. Hallo. Da kommt er. Plupp. Jawohl. Und dann hoffe ich halt mal, dass es irgendwann mal Spinnen gibt, die auch so nett sein tun und uns Fäden geben. Brauchte man jetzt zwei oder drei? Zwei, glaube ich. Drei. Drei, glaube ich. Ui, die Angel ist immer noch nicht kaputt. Das ist sehr schön. Das ist sehr, sehr gut. Da können wir ordentlich Fische auf Vorrat legen. Also geben. Also machen. Ja, ihr wisst es. Ja. So. Na, los. Horuk. Na, wo ist er denn, der Fisch? Es wird schon wieder dunkel. Ich halt... Na, jetzt habe ich ihn versäumt. Scheiße. Ich halte es nicht aus. Jetzt habe ich mich auf die Sonne konzentriert und habe den Fisch jetzt... Ja. Oh Gott, jetzt wird gleich wieder was spawnen, ne? Ich halte schon mal die Schwerttaste bereit. Komm, ein Fisch geht's hinaus. Hopp, hopp. Ja. Perfekt. Einer wird sie noch ausgehen. Die Angel ist noch gut. Boah, ey, das wird knapp. Komm, Fischi. Ach, versäumt. Ach, scheiß der Hund drauf. Weißt du was? Wir hauen ab. So. Ja, ich kann. Ich bin nicht gut in sowas. Ich gebe sie eh zu. So, lauf, lauf, lauf. So ein Ei wäre halt auch wieder cool. Ho, ruck. Rauf, rauf, rauf.
Dann gehen wir schön braten und wenn es sobald es hell ist, gehen wir in die Höhle. Na, jetzt ist vielleicht nicht so schlau, weil eventuell könnten hier jetzt ungebetene Gäste da wieder auf uns warten. Und das wäre nicht so super. Überhaupt nicht super, um ehrlich zu sein. Ja. Ja. So schaut's aus. So, mal kurz auf das Uhrli klupschen. Wie spät wir schon wieder haben, wegen meiner Aufnahmesession, wenn ich das beenden muss. So, was wollte ich machen? Fisch, genau. Fisch. Stehe vorm Herd und weiß nicht, was ich machen soll. Ah, ist wieder typisch. Was? Kein Holz mehr? Nein, bitte, komm. Nimm mal die Kohle. So, nimm mal ein bisschen Kohle. Hauptsache, wir heizen. Wir müssen heizen. Da. So, Fischi, bitteschön. Schön braten. Schön braten. So. Und dann das nächste Fischi. Was haben wir da eigentlich? Zackenbarsch. Oho, das hört sich gut an. Ein Zackenbarsch. Und das nächste Fischi. Und dann noch die Sardelle. So ja, dann hätten wir sogar noch einen halben Bart Zeit. Dann könnten wir uns vielleicht echt schon runtertrauen in die Höhle. Ja, mal schauen. Mal schauen. Oder wir bauen noch vorher ein bisschen was beim Haus weiter, aber ich habe jetzt auch kein Laub mehr, ehrlich gesagt. Eieiei. Schwere Entscheidung das ist. So, passt. Dann würde ich sagen, Ah, da ist noch einer. Oh, Entschuldigung. Den habe ich übersehen. Sorry. Sorry. So, mach hin. Und dann werde ich noch eine Marmelade kochen. Ich hoffe, ich weiß noch, wie das ging. Ist ja nicht selbstverständlich. So, jam, jam, jam. Passt. Nein, euch werden wir nicht verspeisen. Ich möchte den da haben. So, dann war das hier. Dann hat man den Topf, dann hatte man Zucker und ich möchte gerne, ja, Himbeere wäre gut. Ja, genau so ging das. Himbeergelee, super. Das habe ich mir sogar schon gemerkt. Ich bin voll stolz, jawohl. Das habe ich ja gut hinbekommen. So, dann würde ich sagen, ja, Himbeere haben wir eh recht viel. Die werde ich sogar wirklich, wirklich mitnehmen. Den Zucker möchte ich gern, ja, ein Zucker hätten wir noch. Weißt du was, ich mache noch einmal ein Himbeergelee. So, komm her. Ein Himbeergelee mache ich noch. So und so. Saubere Arbeit. Und dann wieder reingestopft und gut ist. So, dann haben wir jetzt wirklich ein bisschen an Vorrat. Wie schaut es da aus? Die ist gewachsen. Aha, tut sich ja doch noch was. Es lebt. Es lebt. Gut, bauentechnisch können wir ja nichts. Wir haben, ich brauche Laub jetzt, ne? Jo, dann würde ich sagen, ich packe den Schleim da jetzt noch weg. Schleim, Schleim, Schleim. Der Matsch gehört noch weg. Also wir können eigentlich hier weiter Matsch und so. Ich brauche Holz. Haben wir jetzt, habe ich jetzt noch irgendwo Holz? Tatsächlich, hier ist noch Holz. Hier ist ja noch Holz. Und da haben wir noch sowas. Vielleicht tausche ich das sogar. So. So werden wir das machen. Ich habe ja noch Holz. Meine Güte. Das passt dann eh gut, wenn wir dann Bäumchen fällen. Dann klappt das. Dann brauchen wir eh auch Laub. Das geht ja unter einem, wollte ich sagen. Und dann haut das schon hin. Ja. Dann geht da schon was weiter. So, das holst du wieder weg. Essen haben wir genug. Ich bin schon wieder hungrig. Das gibt's ja nicht. Ich habe ja erst was gegessen. Du Vielfraß. Echt. Du musst ja auf deine Linie schauen. Unfassbar. Gut, ich werde doch mal das, die Ziegeln und das werde ich alles hier lassen. Für den Fall, dass ich nämlich unten verrecke, dass ich dann schneller, ja,
genesen kann. Also genesen kann. Was rede ich für ein Stiefel? Dass ich schneller die Sachen rüber, also umpacken kann da. Jawohl. Okay, da geht nichts. Schwert. Ich habe echt kein gutes Gefühl bei der Sache. So. Ich glaube nicht, dass das so schlau ist, was ich hier vorhab. Vor allem war doch letztes, also vor kurzem hier eine Hexe in der Nähe. Und wir wissen ja, Hexen sind fies. Und gemein. Und schwer zu besiegen. Für mich halt noch. So. Dab, dab, das ging ja schon mal gut. Dab, 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 dab. Dab, 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 dab. So, dann sind wir schon wieder da. Irgendwas höre ich grummeln. Ich glaube, irgendwo ist so ein fieser, mieser Zombie. Oh je, schlimmer. Okay. Okay, das ging schon mal komischerweise gut aus. Muss aber gleich was essen. Das hat mir wieder Kraft gekostet, den zu besiegen. Was? Alter. Na gut. Marmor. Marmorstein und Eisen bricht. Aber meine Liebe zu euch, Gott sei Dank nicht. Nein, nein. So. Und so. Boah, dieser Schleim, ne? Der macht fast nervös. So, das muss weg. Dann gleich die Fackel. Okay. Da tropft's. Okay, das heißt, da kommen wir dann wahrscheinlich raus. Wird man rauskommen, so muss ich sagen. Eine Wasserhöhle. Wäre wahrscheinlich auch schlau, da irgendwie sich durchzubuddeln. Ansonsten, glaube ich, war man eigentlich schon nicht so schlecht unterwegs, ne? Also, wow. Eisenmäßig sind wir da echt schon nicht so schlecht gewesen, ne? Da haben wir auch schon durchges... Achso, das ist Lava. Lava! Okay. Das bringt sich dann auch nichts. Gut, wo fangen wir an? Ich würde sagen, Wasserhöhle vielleicht? Wasserhöhle vielleicht, Wasserhöhle vielleicht, Wasserhöhle vielleicht. Und das nehmen wir auch mit dem Kies vielleicht. Vielleicht kann man den noch für irgendwas brauchen. Dab, 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 dab. Aha, da kann man schon mal einen Weg nach unten zumindest mal buddeln. Aha, mhm, aha. Uff. Okay. Vielleicht hole ich mir da noch einen zweiten Weg. Aha, okay, das klappt zu innert. Okay. Na fein. Dann würde ich mal sagen, wir springen ins kühle Nass, oder? Auf gut Glück. Was ist das? Gift? Au, lass mich raus hier. Hä? Was hat mich denn jetzt erwischt? Ist das giftiges Wasser? Echt? Sowas gibt's auch? Das habe ich gar nicht gewusst. Dass es sowas gibt. Mhm. Okay. Naja. Okay, da unten ist einmal nix. Okay, das war ein Schuss in den Ofen. Ja, dann würde ich sagen, wir klettern da wieder hoch. Was bauen wir denn? Ich würde sagen, den da. So. Nix wird raus. Aber hoffentlich finde ich hier noch Eisen. Ja, jetzt falle ich da wieder runter, ne? Mann, ey. Jetzt verrecke ich wahrscheinlich. Ich muss die Löcher zustopfen. Unbedingt zustopfen. Au, au, au. Au weh. So, da runtergefallen. Sehr gut. Sehr super. Was gibt Schöneres?
War ich jetzt, da hinten war ich jetzt auch schon. Ich habe keine Orientierung mehr. Okay. Ich habe auch keinen Plan, wo ich am schlauesten hinbuddeln soll. Ehrlich gesagt. Au. Voll auf die Fresse, ey. Au. Viel Leben haben wir nicht mehr. Ich werde mal ein bisschen was Süßes essen. Au. Aui. Ich genieße jetzt wahrscheinlich erst dann, wenn ich komplett gesund bin, ne? Obwohl, das geht. Tut schon was. Großartig. Aha. Da kriegen wir schon Besuch. Ist eh klar. Servus. Ja, ja. Boah, der hat aber nicht mehr viel ausgehalten. Wo ich noch nicht war, war da unten. Lava und so. Das könnte ich mir auch anschauen. Wir könnten uns das anschauen. So, mal schauen. Lava ist ja böse. Das heißt... Durchzugstraße und so, ne, ihr wisst Bescheid. Das heißt, ich bräuchte ein paar Pflastersteinchen. Uiuiuiui. Geht das? Naja. Au, au, au. Nein, 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 nein. Ach, ich bin abgerutscht. Die Wand, ne? Ah, ist das doof. Mann, ey. Ich dachte, ich kann vorbei. Ach, Menno. Das ist alles so doof. Das ist richtig doof. Ich dachte, ich kann hier vorbei. Gar nichts kann ich. Gar nichts geht. Nichts da. Ich nehme jetzt auch ein bisschen Erde mit, weil ich überhaupt nichts mehr habe. Dass ich hier wenigstens provisorisch die Lava zudecken kann. In der Hoffnung, dass ich meine Sachen wieder kriege. Wahrscheinlich sind jetzt alle verbrennt. Meine schöne Eisenaxt, alles, also Dings, Spitzhacke, alles weg, alles kaputt wahrscheinlich. Ah, Pilze. Nehmen wir gleich mit, ein, zwei. So. Weil ich gerade hier vorbeilaufe. Ach so, hier ist auch noch was? Hä? Da ist hier nichts mehr. Ach so, unterirdisch. Ach so. Okay. Ach so, ist das gemeint. Ja, ja, das weiß ich eh. Ich bin da leider Gottes recht doof gestorben. Boah, nicht so schnell. Langsam. So. Boah, ich hab Glück. Liegt der Grabstein echt, echt bequem. Ja, ja, ich bin an der Wand. Leider, ja. So. Gott sei Dank, es ist noch alles da. Oh, Glück im Unglück. So. Das Doofe ist halt leider, dass ich hier ganz schön... Ja, diese Lehmrüstung ist ja wirklich... sie ist wenigstens gut durch. So. Ja, das machen wir hier hin. Ach du Heilige. So. 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 3 Jahre später. Und der Part ist auch gleich zu Ende. Super, viel erreicht heute wieder. Ich habe heute wieder wahnsinnig viel erreicht. Ach Mist. Machen wir so. Kohle... Steine, Dingens, so. Das ist echt, echt, echt peinlich und bitter zugleich. So und so, ne? Jetzt kann ich den hier wieder weghauen. So, passt. Wow, hier darf ich hin. Ah, Eisen! Aha. Ich mach auch gleich mal Licht. Und die hier muss ich, und das muss ich irgendwie ausbessern. So. So. Eisen, Eisen, Eisen. Ach, wie ist das fein. Ach, du schönes Eisen. Du bist gleich mein. La da 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 da. Ich mache das mit Absicht kaputt, um so einen kleinen Stiegeneffekt zu haben. So, also Treppeneffekt. So. Ich hoffe, da unten ist keine Lava. Das wäre gar nicht schön. Und auch nicht fein. So. Und hier noch. So. Jawohl. Dann noch den einen da hinten. Oh, da gibt es noch mehr.
Noch mehr? Bilder rundherum wegschlagen vielleicht? Vielleicht finden wir noch was an. Ach, wie wäre das fein. Ja, schau mal. Tatsächlich. Schau mal da. Boah, ist das viel Eisen. Ach, da geht gleich mein Herz auf. So, Licht machen. So. Noch ein bisschen rundherum schauen. Hätte sie noch was versteckt. Hier vielleicht noch. Oder da. So. Vielleicht hier noch ein bisschen weghauen. Hm, schaut nichts mehr aus, ne? Schaut nach nichts aus. Ich sollte vielleicht da weghüpfen. Nicht, dass da irgendwo mal Lava rausströmt. Dann bin ich leicht kaputt. Aber ich glaube, wir sind hier fertig. Glaube ich. So. Das haben wir noch weg. So, ist gut. Sehr gut. Dann können wir das gleich hier mit der Lava und so beenden. Dann können wir das hier, also beenden. Genau, jetzt machen wir Schluss mit der Lava. Und dann kann ich hier gleich, wenn es klappt. So. Ich hoffe, das geht so. Mal schauen. Ich bleibe mal sicherheitshalber hier oben stehen. Nicht, dass von unten noch Lava fließt. Okay. Warte, jetzt habe ich mich voll erschrocken. Ah. So. Gut, das können wir mal einsammeln. Ruck. Okay, das schaut auch super aus. Her mit der Kohle. So. Sehr fein. So, perfekt. So, lala, perfekt. Dann machen wir das hier zu, würde ich sagen. Duck, 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 duck. Dass ich hier nicht mal aus Versehen mir das Genick breche. Was ja vorkommen kann. Gut. Dann würde ich sagen, kann man auch theoretisch hier noch zumachen. So, vielleicht noch ein Stück da nach hinten schauen. Ich brauche was zu essen. Ich habe es bemerkt. So, wirklich nur ein Stück um die Ecke schauen. Aha, okay. Eisenerz, genau, das baue ich dahin. Das wäre ganz, ganz schlau. Das wäre richtig schlau. Da geht es noch ordentlich weit nach hinten. Mhm. Geht es da tief nach unten? Ich glaube, ne? Ich schlage da mal kurz ein Stück von der Wand weg. Och, du Heilige. Creeper, ich sehe dich. Ja. Das sind Pilze. Und da unten ist, glaube ich, Smaragd vielleicht. Ha? Oder vielleicht sogar unser erstes Diamant. Uiuiui. Ui, ui. Warte mal, ich klopfe da nochmal die Wand weg. Weil ich möchte hier gerne, nämlich, da dann einen Abstieg bauen. Da so lang. Oh, ah, ja, so viel zum Abstieg. Ja. Hüpfte schon fröhlichen Schleim herum. Okay, auf jeden Fall, damit ich hier nicht in den Tod stürze, werde ich hier nur ganz kurz sowas bauen. Eventuell so und so. Dass ich weiß, hier hätte ich gerne die Leiter runter. Vielleicht. Da wäre Salz. Du liebe Zeit, geht das weit nach hinten. Ja, okay, das ist mal, der Part ist auch zu Ende. Das ist dann das Projekt für die Zukunft. Ich kehre erstmal zurück nach Hause. Ich hoffe, heile und lebend. Und werden wir dann beim Baumhaus versuchen, ein bisschen noch weiter zu bauen. Die Lava hier macht mich nervös. Und ich will das zuhaben. So. Genau. Und was wollte ich sagen? Und ja, möchte dann einfach das Laub noch ein bisschen weiter ausbauen.
für das Dach und so weiter. Und dann, wenn wir wieder nichts zu tun haben und uns das Eisen wieder mal ausgeht, wo muss ich hier raus? Ich glaube hier. Dann möchte ich gerne... War das hier? Da war's. Und dann möchte ich gerne... So, ich fange nochmal an. Und dann möchte ich gerne hier die Höhle weiter erkunden. Vielleicht findet man noch... Vielleicht findet man dann schon Redstone und lauter solchen Zeugs an. Ich habe noch nie so eine Redstone... Maschine, sage ich jetzt mal. Oder Mechanismus gebaut. Also für mich ist da manches wirklich noch Neuland. Jo. Gut. Aber das war's mal für heute. Ich habe auch wieder ein bisschen Überlänge gemacht. Ihr seid es eh schon gewohnt von mir, ihr armen Leute. Auf jeden Fall finde ich, das war wieder ein erfolgreicher Part. Wir haben Eisen gefunden. Hurra! Meine Beeren ernte ich auch gleich mal. Wie schaut es hier aus? Ja, 71. Die sind immer noch gleich. Die wächst wieder brav. Die bleibt wieder am Stand stehen. Die Gurke dauert auch. Naja, okay. Ich glaube, man kann das lassen. So, mal. Ich esse mal was. So. Ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!